Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Das Leben in den Sportvereinen im Land kehrt langsam aber sicher zurück. So auch bei der Schweriner Fechtgesellschaft, die das Training in der Sporthalle der Friedensschule vor 3 Wochen endlich wieder aufnehmen konnte. Wenn auch nur unter strengen Auflagen. Kämpfe mit Ausrüstung und Degen sind deshalb momentan noch verboten. Zudem gilt eine neue Abstandsregelung von 2 Metern und die Gruppengröße wurde reduziert. Wir kommen als Trainer selbst 1 Stunde vorher hier in die Halle, desinfizieren alles, was wir eben benutzen, den Fußboden wischen und um auch für unsere Sportler sehr viel Sicherheit zu geben. Denn wir wollen natürlich nach dieser Krise hoffentlich nach den Sommerferien in einen Wettkampfbetrieb gehen. Besonders getroffen hat die Schweriner Fechtsportler der Ausfall der Meisterschaften. Laut Trainerin Christina Rode hatten die Talente der U20 gute Chancen auf erstklassige Platzierungen. Um die Sportler während dieser schweren Zeit auf möglichst hohem Niveau zu halten, haben die Trainer der Fechtgesellschaft einen enormen organisatorischen Aufwand auf sich genommen und für alle Altersgruppen Lernpläne und Übungsfilme erstellt. Schritt vor und Ausfall. Vor dem Ausfall habt ihr einmal eine kurze Pause. Und das macht er 5-mal. Wir haben dann ein Online-Training aufgebaut im Sinne dessen, dass wir in 10 Einheiten, die wir in der Woche gegeben haben, mit unseren Sportlern vor der Kamera gemeinsam ein Training über 1 Stunde 15 absolviert haben. Seit dem 25. Mai können die Schülerinnen und Schüler endlich wieder gemeinsam in der Sporthalle trainieren. Momentan steht aufgrund der Auflagen vor allem Ausdauertraining und Technik auf dem Programm. Also das mit den 2 Metern ist halt manchmal ein bisschen schwierig, aber sonst ist es Hauptsache meiner Training. Die letzten 3 Wochen haben gezeigt, das Online-Training war ein voller Erfolg. Die Sportlerinnen und Sportler sind sowohl trainiert als auch motiviert. Jetzt hoffen sie darauf, ihr Können auch bald wieder in Wettkämpfen unter Beweis zu stellen. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.